Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von forexhome.de. Das ist die Videoanalyse des Tages. Heute zum Thema Euro gegen das britische Pfund, aber wie immer zuerst die Risikowarnung. Wir sehen hier Euro gegen das britische Pfund im Monatschart. Ja, so richtig viel in unserer großen Analyse, langfristigen Analyse hat sich jetzt nicht geändert, muss man sagen. Denn wir haben ja immer noch diesen abwärts gerichteten Trendkanal, beziehungsweise der Kurs des Euro GBP befindet sich noch an dieser Unterkante des Trendkanals. Und ich hatte ja gesagt, erst wenn dieser Support fällt, erst wenn wir wirklich quasi Monatsschlusskurse unter der 0,70, 0,70 vielleicht auch, ja gut, wir können das auch auf 0, 0,7050, ja. Wenn wir da Schlusskurse drunter haben, dann haben wir hier, also Monats- oder Wochenschlusskurse drunter haben, nachhaltig, dann haben wir gute Chancen, dass der Kurs hier den Trendkanal verlässt und in Richtung des nächsten Ziels bei circa 0, ja, was haben wir hier? Das sind die ungefähr 0,6560, beziehungsweise die 0,66666, also 0,6 Periode. Das wäre schlicht und ergreifend ein schönes Setup gewesen von ungefähr 500 Pip Ausdehnung. Momentan hält es sich aber der Kurs des Euro GBP hier recht wacker. Wir sehen es im Weekly Chart. Sehen wir bereits den kleinen Wochen auch aus auch oh, schweres Wort Ausbruch, aber der Retest ist nicht gelungen. Im Daily Chart wird es eben noch deutlicher. Hier sehen wir auch den Fehlausbruch nochmal im Kleinen. Das sind ja so diese typischen Einstiegsniveaus, über die wir uns immer wieder unterhalten. Wir sehen quasi einen Fehlausbruch unter so einen Support, dann schließt die nächste Kerze wieder oberhalb des Supports und testet das Ganze von oben her an. An Anführungsstrichen von oben her angetestet und dementsprechend ja, war das wieder so ein klassischer Fehlausbruchstrade, den wir immer wieder durchkauen, kann man ja schon sagen. Das sind ja so wirklich Dinge, die auch funktionieren, weil nach falsch kommt schnell. Das sind auch einfache markttechnische Reaktionen, die hier dann entstehen. Und ja, gut, 170 Pip im Euro GBP für ein paar Tage, das ist schon eine gute Bewegung. Ja, wie geht es jetzt weiter? Man könnte natürlich damit rechnen oder davon ausgehen, okay, britisch Pfund, Schweizer Franken, wenn wir mal kurz rüberschauen, ist sowieso auch so ein bisschen short, hapert noch mit dem Ausbruch. Da hatten wir uns ja gestern in der Videoanalyse des Tages drüber unterhalten. Britisch Pfund im Allgemeinen, starke Korrekturbedarf, wirkt sich das auch hier auf das britische Pfund gegen den Schweizer Franken aus und im Gegenzug dann natürlich positiv auf Euro GBP. Man könnte jetzt weiterhin davon ausgehen, dass er eben vielleicht doch nochmal an diese aufwärts gerichtete Trendlinie im Monatschart gerät, die wir hier mal, wann war das, im Dezember letzten Jahres so fulminant gebrochen haben. Ja, da hatten wir wirklich eine Monatskerze von 350 Pip im Euro GBP hier kein keine so häufig gesehene Erscheinung, und das würde sich hier alles ziemlich bündeln. Ja, diese aufwärts gerichtete Trendlinie in Kombination mit dem gebrochenen Support. Was haben wir noch hier oben? Ja, die EMAs im Monatschart kommen langsam, aber sicher hier herunter. Und diese Unsicherheit spiegelt sich auch sehr, sehr gut im Weekly Chart wieder, wenn ich das mal hier so visualisieren darf. Er haperte immer wieder mit dem 10er, 13er, 20er EMA, aber so richtig will er eben nicht nach unten. Und jetzt noch dieser Fehlausbruch ist eigentlich ein sehr, sehr positives Signal. Das nächste Target wäre dann gleich mal der Weekly 34er. Weekly 34er EMA, wir sehen hier auch diese ganzen Spikes im Weekly Chart und können uns das auch mal mit einer Horizontallinie markieren. Also bei ca. 0,74, könnt ihr einfach mal aufrunden, knapp unterhalb der 0,74er Marke wird es dann so richtig spannend, denn dann haben wir hier so eine Art Bodenbildungsformation, macht sich sehr, sehr gut oder wird sehr, sehr gut sichtbar im Daily Chart. Ja, hier hatten wir auch so einen kleinen Long-Fehlausbruch, letztendlich hier einen Short-Fehlausbruch. Es sollte nun sich jetzt mal für eine Richtung entscheiden. Das wäre jetzt wirklich wichtig. Vorzugsweise, wenn er hier denn den Daily 237er EMA bricht bei ca. 0,74 und dann weiter in Richtung des angepeilten Niveaus bei ca. 0,7750 bzw. der 0,77 gerät. Rein von der Ausdehnung her von dieser Bodenbildungsformation oder Seitwärtsrange, wie auch immer man das nennen mag, sind ungefähr 350 Pip. Das heißt, würde uns auch rein von der Ausdehnung hier exakt in diesem Bereich der 0,7750 bringen und demnach unser Target erreichen.
Man könnte jetzt warten, bis er diesen Widerstand bricht und bei dem entsprechenden Retest hier reingehen. Oder wir warten auf einen kleinen Rücksetzer, beispielsweise nochmal an die Unterkante hier diese Unterstützung. Das heißt, alles zwischen 0,705, ja, 0, alles zwischen 0,7050, runden wir es mal ein bisschen ab, oder auch der 0,7016 oder 0,7020, ja, dieser ganze Bereich, der lädt hier quasi dazu ein, sich long zu positionieren. Und auf recht tiefem Niveau und eben aus diesem 350 Pip Ausdehnung das Doppelte zu machen, entsprechend ja um die 700 Pip dann hier insgesamt aus dem Target rauszuholen. Gerade dieser Fehlerausbruch bietet sich eben auch sehr, sehr gut dafür an, hier den Stop-Toner zu setzen, denn dann haben wir ja ein klares Signal. Unter so eine glatte Range ist immer ein bisschen schwierig, weil man weiß nicht, okay, kommt hier noch ein Spike oder sowas wie hier. Ja, da war es ein bisschen schwierig. Aber wenn wir jetzt so einen glatten Fehlausbruch sehen und der eben sich auch noch bestätigt hat durch diesen letzten internen Retest, dann haben wir wirklich einen guten Anhaltspunkt, um unter der 0,6980 zu stoppen und dann mit ungefähr ja, 80 Pip Stop Loss, runden wir es mal auf, wenn man ein bisschen sicher gehen will, 90 Pip Stop Loss und bei einem Target, was man dann hat mit 700 Pip, also da braucht man es nicht drüber unterhalten, dass das dann ein gutes CRV von 1 zu 8, knapp 1 zu 9 ergibt. Und ja, das sind so CRVs, mit denen wir gerne handeln, beziehungsweise das sind so Setups, die man dann auch mal ein paar Wochen liegen lassen kann und sich nicht weiter darum kümmern muss, weil die einfach die Pip-Zahlen holen und man kann sich dann wieder auf andere Setups konzentrieren. Das ist eben der Vorteil von so einer Kombinationsanalyse, wenn man eben die fundamentalen und technischen Daten miteinander kombiniert, in den Zusammenhang setzt und dann an solchen wirklich, den wirklich richtig wichtigen Zonen einsteigt und eben nicht sich von kleineren Timeframes verleiten lässt und dann hofft, ja gut, im M5 finde ich dann einen Einstieg oder im M30-Chart finde ich dann einen Einstieg, der mir dann 700 Pip beschert. Also sowas ist einfach utopisch. Das ist, wenn sowas passiert, dann ist das Zufall. Dann hat man einfach Glück gehabt, aber meistens wird man mit solchen Setups belohnt, wenn man wirklich etwas Geduld an den Tag legt und dann auf die entsprechenden Signale achtet. Sollte er natürlich hier wirklich drunter kommen, hat man vorhin schon gesagt, dann ja, bleibt's dabei, dann werden wir das Ganze in Richtung Short weiter traden. Ansonsten, der Verlauf könnte ich mir vorstellen, dass wir eben an diese Trendlinie geraten und dann innerhalb dieses Trendkanals so langsam aber sicher in Richtung 76,4er, 78,6er Retracement wackeln und ja, damit wieder diese Trendkanalunterkante berühren bei ca. 0,6650. Wäre dann hier oben auch wieder ein sehr viel schönerer Short, wenn man hier oben reingeht, mit ca. über 1000 Pip. Target dann in die Short-Seite, als wenn man jetzt hier unten schon rein müsste und mit 400, 500 Pip vorlieb nehmen müsste. Gut, in diesem Sinne wünsche ich noch einen angenehmen Trading-Tag. Wie immer heute Abend der Live-Chat von 20 bis 21 Uhr. Ihr seid herzlich dazu eingeladen, ist natürlich kostenfrei.